Hallöchen, willkommen in Springfield. Hier in der letzten Episode ist ein bisschen was passiert, und zwar, wir haben unsere ersten Cargobahnhöfe gebaut. Also unsere ersten Güterzüge, Güterzugbahnhof, und auch die ersten Gleise sind entstanden, die hier schon einmal langführen. Was ich jetzt vergessen habe hier zu bauen, und zwar ist der normale Bahnhof. Die Frage ist, wohin damit? Ich finde, den könnte man richtig cool hier vorsetzen. Auf der anderen Seite, könnte man auch hier hinsetzen. Aber da steht schon was. Okay, also müssen wir hier ein bisschen randalieren. Dann mach mal die Karte weg. Mal kurz den Strom hier wegnehmen. Das Stück Gleis hier komplett weg. So, und jetzt kann ich nämlich hierher kommen. Hier so einen Bahnhof hinbauen. Und hier die Verbindung setzen. Wunderschön. Dazu wieder ein bisschen Strom in die Stadt. Und das Tolle ist, durch den Bahnhof brauchen wir nur diesen kleinen Pümpel setzen. Und können auch hier diese Gleise, diese Stromlinien wegnehmen. Dann kann das hier sich verbinden. So. Ne, es geht gar nicht als Ganzes. Okay, hier ist noch eine Ecke. Wenn man schon mal dabei ist, ne, kann man ja auch gleich ausbessern. Gut, hier haben wir unseren ersten Bahnhof. Cool. So. Ich habe aber versprochen, dass wir uns um das Problem hier kümmern. Hier möchte ich gerne ein Gleis langführen. Ich denke nur, dass genau das klappt nicht. Haha, Problem. Am liebsten hätte ich hier schön zwei Gleise langgeführt. Also mindestens eins. Müssen nicht zwei sein, kann eins sein. Das Problem ist, man müsste hier eine Menge umbauen. Eine ganze Menge. Sehr viel. Die Frage ist, lohnt sich das? Prinzipiell lohnt es sich. Prinzipiell ja. Also Angriff. So. Okay. Es ist ja letztendlich für das Wohl der Stadt. Jetzt eine gerade Stadt, Straße. Ohne Snapper. Damit ich mich mal ausrichten kann. So. Jetzt gerne mit Snapper. Okay, die Brücke weg. Und jetzt ist die Frage, ob ich hier an dem Abwasserrohr vorbeikomme. Ah, ich hab's befürchtet. Okay, das Problem machen wir gleich. Kurz. Führe den doch gerade drauf. Na, will er nicht ganz so wie ich. Ach, weil das die falsche Straße ist. So. Zack. Den auch. Okay. Drei Felder haben wir daneben Platz. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Den verbinde ich noch nicht. Jetzt muss ich diese Abwasserrohre hier einmal alle irgendwie hübsch verschieben. Schieb den mal kurz darüber. Ich muss das Stück Stromkabel dafür wegnehmen.
muss ich sowas machen, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich wollte hier gar nicht großartig dran arbeiten müssen. Setze ich einmal hier und jetzt. Das Problem ist, der will an diesem Punkt ansnappen. Und das soll er nicht. Das möchte ich selber bestimmen, wo der ransnappt. Aha. Ach, okay. So sollte ein Schuh draus werden. Jetzt das Ganze mit Wasser verbinden. So, okay, wunderschön. Und mit Strom das Ganze verbinden. Ah, wobei der könnte schon ein bisschen steil sein. Denn hier soll ja die Autobahn drüber führen. Das ist so eine Autobahn. Da muss ich auch hier diese Querstraße ein Stück wegnehmen. Ah, sorry Leute. Sorry, sorry. Hier ist bald wieder alles schön. So, okay, was sagt denn die Brücke? Ich will nicht, dass das so eine Brücke wird. Ich will, dass das so eine Brücke wird. So. Jo, wunderschön. Okay. Das ist nicht ganz so schön hier. Das ist nicht ganz so schön geworden. Aber pass mal auf. Ich kann ja das Stück wegnehmen. Ach, geh mir doch nicht auf den Senkel hier. Weißt du? Ach, trotzdem kommt dann dieser kleinen. Na egal. Passt. Passt. So, hier verbinden. Kann er gerade nicht. Ist ihm die Brücke hier zu tief? Ja, ist ihm. Dagegen kann ich aber was tun. Gerade. Die dürfte doch größer werden, wenn ich. Ja, genau. So. Wenn ich jetzt hier gerade fahre, weiter. Okay. Und. Warum kannst du das nicht? Gefälle zu steil. Du bist auch zu steil, ey. Sowas kann ich ja leiden. Den weg. Und jetzt müssen wir die Brücke hier einmal genauso hübsch bauen. Machen wir den Snapper wieder an. Jetzt sagst du mir schon wieder, das Gefälle ist zu steil, ey. Dauernd muss man sich hier sagen lassen, dass das alles zu steil ist. Ist doch nicht in Ordnung. Zack, zack. Und hier wieder runter. Okay. Gut. Dieses kleine. Diese Müllverbrennungsanlage setzen wir einfach um. Und die müssen wir auch kurz umsetzen. Zack. Straße. Tada! Also man sieht, es ist ein bisschen Arbeit und ich bin schief gekommen.
Ich bin irgendwo schief geworden. Siehst du, hier sind nur noch zwei Felder frei. Während da hinten drei sind. Das Problem muss ich also irgendwo beheben. Optimalerweise von hier an. So. Jetzt ist nur die Frage, ob er damit klarkommt. Und du hast nach ihm schon irgendwo angesetzt. Da, okay. Den umsetzen. Was ist, wenn der jetzt gerade auslaufen will? Wo will der lang? Okay, das könnte jetzt funzen. Das könnte funzen. Also es ist ein bisschen Aufwand. Ich gebe es zu. Mehr Aufwand, als ich ursprünglich gedacht hatte. Ah ja, das ist doch unglaublich. Hast gesehen, ne? Der wollte schon wieder abdampfen. Ich will hier aber drei behalten. So. Aber das Grundprinzip ist in Ordnung. Ich setze den einen jetzt noch um und wir dürften genug Platz haben, um da einen Zug durchfahren zu lassen. So, tada! Und hier Linie. Wunderschön. Strom. Den Strom müssen wir hier anders hinbringen. Aber das Stromnetz braucht das hier gar nicht. Warum auch immer. Das da war, durch die elegant gesetzte U-Bahn-Linie dort wird der Strom auch so übertragen. Cool. So, hier brauche ich eine Brücke. Eine kleine Zugbrücke. Ha, tata, tata. Siehst du, heute gibt es sogar flache Witze. Boah, und eine richtig geile Zugbrücke dazu. Na, pass auf, das geht geiler. Dadurch, dass hier diese Erhöhung ist. So, weg. Muss ich mal gucken, wie setzt er die höchste, beste Brücke? Der geht echt so weit runter. Schade. Schade, dass der hier noch ein Stück runterfährt. Wäre cool, hätte er die schon vorher angesetzt. Aber das sieht trotzdem stark aus. Mit einer Zugbrücke. Und jetzt... Oh, geil. Das führt echt hinter dem Park noch entlang. Ja, Freunde, ich weiß, es ist laut hier jetzt mit Zug, aber... Aha. Eine Zuglinie, die hier schön an der Stadt entlang fährt. Ich weiß, ein paar Umbauarbeiten und so, aber... Hat sich gelohnt. Wollen wir das mal gleich... alles wieder hier in Ordnung bringen. So, hier, zack. Freunde der gepflegten Stadtunterhaltung. Hier zurück ab. Ihr kriegt wieder eure Wohnbezirke. Hier zwar ein bisschen blau. Und hier hatten wir, glaube ich, ein paar Büros. Genau. Hier ziehen wir euch noch blau hin. Gut. Haha, siehst du, hier ist ganz wichtig. Hier mache ich einfach eine Querstraße draus. Und hier führe ich die Straße so. Das ist nicht elegant, aber ich denke, erfüllt auf alle Fälle seinen Nutzen. Dann kommt hier wieder. Ihr bekommt wieder eure Bauflächen. Da kann ein neuer McDonald's hin. Okay. Wichtig ist, dass die Zuglinie hier wunderschön durch die Gegend fährt.
Und jetzt kann ich sie auch hier anfügen. Jetzt nur die Frage, wie mache ich das am schlausten? So, ich muss jetzt nämlich das Ganze so hinkriegen. Genau. Genau, so muss ich es nämlich hinkriegen. Ich muss... Die Züge, die von hier so kommen, müssen die Möglichkeit haben, hier lang zu fahren. Gleichzeitig müssen sie die Möglichkeit haben, hier lang zu fahren. Die Züge, die von hier kommen, können jetzt auch so fahren. Und sie können geradeaus fahren. Genau, das ist wichtig. Das habe ich mit diesem kleinen Dreieck erreicht. Dann muss ich hier die Linie drunter durchführen, wo er mir sagt, geh weg. Autobahnkreuz im Weg. Ja, tja. Da muss das Autobahnkreuz wohl weichen. So einfach ist das. So, war doch jetzt gar nicht schwer. Ha. So, dann können die Autos da drauf auch weiterfahren. Und ich verbinde meine Zuglinie hier damit. Auch hier können die, das war schon gegeben, so und so abfahren. Genau, das ist auch ein Dreieck. Gut. Was ich allerdings noch brauche, ist hier ein Dreieck. Und hier kommen wir an eine Situation, die mich sehr ärgert. Und zwar dieses Kreuz wäre cool, wenn das mit, ne, und so, weißt du, weil dann müsste ich nicht alles extra hochführen, dann könnte ich das ganze Kreuz erhöht bauen und dann wäre gut. So ist das einfach nur blöd, muss ich gestehen. Aber, okay, kann ich nichts dran ändern? Dann führe ich einfach erstmal von hier. Eine Kurve bitte. Okay, das funzt erstmal. Mehr will ich aktuell auch gar nicht. Hauptsache es funzt. Oh, wieder runter. Okay. Ups. So, wieder erhöht. Na. Ja, das sieht aber auch geschossen aus, oder? Oh Gott, ne. Na, das möchte ich aber so bestimmt nicht haben. Gott, das sah echt grauenhaft aus. So, ich fahre ja hier noch gerade. Möchte ich jetzt hier die Kurve einschlagen. Möchte hier landen und letztendlich da irgendwo landen. Besser. Viel besser. So, mal kurz hin, zack, die Bumm. Sehr schön. Und jetzt muss ich irgendwie hier eine kleine Kurve hinzimmern. Führe das Ganze jetzt. Nimm mal den Snapper weg. Wobei, hier drauf geschissen. Eine Etage runter. So, und... Hallo, Kumpel. Okay. Puh, na das war ja was. Einmal hier lang. Muss ich irgendwie dahinter kommen? Haha.
So. 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 Das haben wir soweit. Check. Der zweite hier soll in die Innenstadt führen, hier lang irgendwie. Der dritte soll hier reinführen, sich mit dem hier treffen. Das sind die Grundgedanken. Also was haben wir jetzt? Wir haben jetzt unser Straßenbahnnetz zumindest schon mal so, also Straßenzug, unser Zugnetz, so weit verbunden, dass die Züge außer hier, das kann ich jetzt noch machen. So, das will ich aber hübsch machen. Dann können die Züge nämlich von allen Seiten ganz cool bei uns rein und raus zum Gewerbegebiet. So. Wunderschön. Wunderschön. Dann mache ich mal wieder Play und mal gucken, wo jetzt die Hölle ausbricht. Weil ich sonst was vergessen habe. Ach hier, die brauchen noch Wasser. Wolltest du kriegen, Mr. Güterbahnhof. Und jetzt gucken wir mal, ob hier die ersten Züge nach Springfield fahren. Züge, Springfield. Züge, Springfield. Yay! Hallo? Züge. Also es ist noch nicht wirklich hübsch überall, das muss ich dazu sagen. Das ist noch nicht alles der Knaller, aber... Na, und so. Na, vielleicht müssen erstmal ein paar LKWs fahren. Hier sieht man es auch gerade schön, die LKWs fahren also mit Ladung von den ganzen Betrieben hier und liefern das hier ab. Und dann kommt irgendwann ein Zug und holt die ganzen Lieferungen und holt die ab und bringt sie dahin, wo sie hin sollen. Aber noch fährt kein Zug. Ich warte drauf. Mr. Zug, Sie sind herzlich eingeladen, nach Springfield zu kommen. So. Und ich finde es ganz toll, dass ich das hier geschafft habe. Gott, das hat mir nämlich im Vorfeld schon ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, wie ich den Zug hier entlang führen kann. Aber es hat funktioniert. Yay! So, und ich spule jetzt mal die Zeit vor, weil ich den Zug sehen will. Hier muss doch mal der Zug kommen. Irgendwann. Ach, da ist ein Zug. Da ist ein Zug. Olli. 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 Geil. Spitzensache. Hallo Maus. Jetzt ist es weg. Jung, über die Autobahn. Jung, wieder drunter. Ein Cargozug. Super. Da könnte man sogar eine S-Bahn-Haltestelle da vorne bauen. So, hier geht's jetzt wieder über die Autobahn. Mal sehen, wo der langfährt. Unser erster Zug. So, er wird langsamer, weil er in die Kurve fährt. Ah, okay, hier fährt er lang. Oh, ich freue mich dann wie so ein kleines Schulkind. Oh, da hinten fährt noch ein Zug. Ole, noch ein Zug. Wo fährt er denn hin? Mal gucken. Oh, hier geht's jetzt unter der Autobahn durch. Nö. Hüpf, hüpf. Hallo, hallo Partner, Zugpartner. Und wir fahren tatsächlich bis ganz nach hinten hier raus ins Eck. Geil. Also Zugsimulator ist ja eigentlich nichts für mich, ne? Aber in Cities mit Zügen hier... Hallo, noch ein Zug. Hallo, Kompane. Das macht mir natürlich wahnsinnig... Also das macht mir wahnsinnigen Spaß. Ich habe schon Maps gehabt, da habe ich Ewigkeiten
an der Verbesserung des Zugsystems gearbeitet. Cool. Alles klar, mit den Bildern verlasse ich euch für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten. Also, macht's gut. Ciao, ciao.